meine Beauty Bunnies und dreimal Color I Love. Wie ihr seht, bin ich hier in meinem Karnevalslook. Diesmal werde ich Flamingo. Es ist pink, es glitzert, es ist genau mein Kostüm. Ganz ehrlich, also ich würde gerne immer so rumlaufen, ne? Das kann ich aber nicht. Ja, es ist eigentlich ganz easy, der Look. Also ihr braucht eigentlich nur die NYX Brights Palette. Ihr braucht von NYX einmal Glitzer und dann war das eigentlich auch schon. Und mehr ist da nicht. Ne? Also ich habe jetzt noch einen Lippen- und Brandungsstift für meine Augenbrauen benutzt und für meine Augen und dann war es das. Mehr ist es nicht. Ja, wenn ihr also wissen wollt, wie man zu diesem Flamingo-Look kommt, inklusive Federn, dann bleibt dran und vergesst nicht, mich unten zu abonnieren. Ich lade jede Woche Sonntag um 16 Uhr ein neues Video hoch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und bis dann. Also ihr seht, was man mit einem einfachen Lippen- und Brandungsstift machen kann. Mach mal die Augenbrauen an. Weiter geht's. Wenn ihr euch farbige Augenbrauen macht, würde ich es auf jeden Fall säubern mit einem Concealer. Das ist jetzt auch nur ein Lippen- und Brandungsstift und ist halt nicht so präzise und ja, ist am Rand so ein bisschen unsauber. Und deswegen einmal mit einem Concealer drüber gehen, damit ihr eine schöne Kante bekommt. Diese Lippenumrandungsstifte gibt es einfach in jeder Farbe. Das heißt, man kann das Augenbrauen wirklich komplett richtig gut einfach zu dem Make-up anpassen. Das macht direkt was aus. Also pinke Augenbrauen würde ich mir so nicht färben. Aber für so einen Tag ist es doch mal ganz cool. Auf gar keinen Fall solltet ihr einen Primer vergessen. Ganz kurz, ich habe noch eine andere Palette, weil ich so einen Rosaton haben möchte. Oder der hier. Den trage ich einmal komplett auf, um auch noch mein Lid zu setten und danach geht es mit dem Pink endlich los. Braucht, was Glitzer oder Schimmerpartikel wirklich lange hält, dann kann ich den hier von NYX, den Glitter Primer, empfehlen. Das ist eigentlich so mein Favorite seit 5 Jahren und hält jede Karnevalsparty, jede Silvesterparty wirklich stand. Muss unbedingt nachgekauft werden und ich hoffe, ich kriege das auch beim DM. Und kann das auch bis nächste Woche bekommen, denn dann ist ja schon mal bei Fastnacht, ne? Nicht mehr lang. Es geht weiter.
Eigentlich könnte ich sagen, dass das Make-up fertig ist, aber ich mache mir jetzt noch Federn dran. Passend zu meiner Federbohr, die Farbe passt jetzt nicht ganz so, aber ich habe keine anderen pinken Federn bekommen. Wir können auch stattdessen irgendwie die Federbohr auseinander machen. Übrigens mache ich das Ganze immer mit einem ganz normalen Kleber fest und ja, so sieht jetzt schon fast der endgültige Look aus. Und vor allen Dingen hier in diesen Haaransätzen mache ich diese Federn, damit der Übergang cool wird. Auch geil, Kleber in die Haare stecken, das wird nie wieder rausgehen. Jetzt schon die Haare mit abreißen, die lege ich erstmal andersrum. Supp. Wie so ein grobes Huhn. So, meine Lieben, das ist das endgültige Make-up zu meinem Flamingo-Outfit, dies Jahr an Karneval. Normalerweise würde ich jetzt noch Setting-Spray drauf machen, aber an Karneval mache ich kein Setting-Spray, sondern wirklich Haarspray. Denn dann hält das Glitzer und wenn ihr auch Farbe verwendet, wie wenn ihr euch als Clown schminkt oder andere Kinderschminke drauf hat, die von Eulenspiegel zum Beispiel, dann hält wirklich wesentlich besser Haarspray. Es hält wasserfest alles. Heute mache ich jetzt keins drauf, weil ich habe das Video jetzt nur für euch gedreht, damit ihr wisst, was ich werde. Ich habe eigentlich jetzt noch rosa Haare. Ich habe hier schon ein bisschen was reingemacht. Die rosa Haare färbe ich mir nicht. Die spray ich mir an, weil ich immer Angst habe, dass ich dann damit einen Monat rumlaufen muss. Ja, so ist es ein bisschen pinklastig. Ganz klar, die Federn kann man weglassen, aber ich stehe einfach auf pink und finde es auch gar nicht so extrem. Also ich hatte schon viel extremere Karnevals-Make-ups und ja, es würde noch schlimmer gehen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt und ob er euch gefällt und lasst mich da mal wissen, was werdet ihr an Karneval oder braucht ihr irgendwie Inspirationshilfe? Welches Video soll ich als nächstes drehen oder vielleicht nächstes Jahr zeigen an Karneval? Lasst es mich wissen und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Karnevalszeit. Vergesst nicht, mich hier unten zu abonnieren. Danke euch dafür. Eine wunderschöne Woche und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.